Das sagt dein Haus in Hogwarts Legacy über dich aus und ich bin ehrlich mit euch. Wenn du Gryffindor bist, dann bist du entweder jemand, der nur die Filme gesehen hat und sehr Mainstream ist. Oder du bist jemand, der denkt, dass er eigentlich alles ist, also loyal, ehrgeizig, schlau und deswegen halt das Haupthaus gewählt hat. Wenn du Hufflepuff bist, dann sind deine Friends dir so wichtig, dass du ständig Angst hast, ihnen auf die Nerven zu gehen und dann halt auch an dir selber zweifelst. Wenn du dich jetzt umguckst, hast du mindestens eine Pflanze in greifbarer Nähe und du liebst es, wenn ein Sonnenstrahl durchs Fenster fällt. Und im Game streichelst du absolut jede Katze. Wenn du Slytherin gewählt hast, dann denkst du, du bist cooler als alle anderen, weil du das böse Haus gewählt hast. Du bist zwar Harry Potter-Fan, aber du bist ein cooler Fan. Du fliegst gerne unter dem Radar und du bist auch komplett stolz darauf, im grünen Haus zu sein. Und ich sag's, wie es ist, jeder Slytherin hat einen Hufflepuff-Bestfriend. Es ist so. Wenn du Ravenclaw gewählt hast, dann bist du erstmal natürlich im besten Haus. Du glaubst aber halt auch wirklich, dass du besser bist als alle anderen und gibst auch immer damit an, was du so erreicht hast. Dein Bücherregal ist entweder alphabetisch oder nach Farben sortiert und du hast die Harry Potter-Bücher in mindestens 2 Ausgaben. Ich habe bei Hogwarts Legacy übrigens auch Ravenclaw gewählt und spiele das Ganze live auf Twitch.